stimmungsvolles Fackelknistern. Hallöchen, Freunde, wir sind wieder da zur Karina of Time, zu irgendeinem Part. Es ist immer der zweite Part, den wir jetzt hier schon in der Gerudo- und Trainingsarena verbringen. Und ja, ich habe gerade gemerkt, wie ihr seht, ich bin nicht zurückgelaufen und ich muss doch links lang. Weil eigentlich, wenn man rechts rum geht, dann kommt man an einer Stelle nicht hoch, aber da oben kann man normalerweise eine Vogelscheuche rufen. Also war mir jedenfalls so, dass man eine rufen konnte. Ging aber anscheinend irgendwie doch nicht. Naja, also bin ich doch links nach oben lang, ich weiß es nicht. Schon wieder, ist ja schon wieder ein Weilchen her. Ach, ihr Typis, na klar, was sucht ihr denn hier? Ihr krepiert mal einfach. Los, down, Mann. Pams, Pams, Pams. Ha, Patz down. Du bist der Nächste hier. Patz, Patz und down, down, down. Haha, Loser. So, okay, der wäre down. So. Die machen nämlich ganz schön Schaden, die Viecher, und ich hab bloß drei Herzen hier, so ich hoffe. Naja, ich hab ja Fähnenpetto, war also ein kleiner Schlüssel. So, geht's hier noch irgendwo lang? Nö, war. Nur da weiter. So, was ist das? 1,30? Ach, ey, genau. Sammel die weißen Juwelen. Doch, hier okay, alle fallen und gefahren. Oh Gott, wo waren die nochmal alle? Okay, da ist schon mal einer. Ja, scheiße, genau. Na, okay, da komme ich nicht durch. Gut, das hätte denn sich schon mal geklärt, aber ich weiß, dass da ein Rubin ist. So, den muss ich irgendwie kriegen. Ach, ey, die bösen Hands, die bösen Hands. Das ist ja mies. Oh, schnell. Eigentlich will ich aber auch nochmal hier hoch. Nee, scheiße. Ich glaube, ich probiere jetzt mal was aus, war. Gleitstiefel, go! Und dann werde ich den mal einsammeln, und zwar ein bisschen von links so. Dass ich den einsammeln und wieder zurück kann. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Ha, hat geklappt. Jetzt kann ich nämlich noch hier unten ein bisschen. Ja, lass mir nochmal in Ruhe, Mann. So, ich ziehe jetzt mal den Stiefel aus, also bin ich wieder ein bisschen agiler. Also, das heißt agiler? Nee, eigentlich nicht, aber man ist flexibler. So, ist hier oben noch was? Ja, genau, da ist noch was. Das habe ich mir schon fast gedacht. Na, komm nochmal her, du dober Stein. Oh, ich habe bloß noch 30 Sekunden, sehe gerade. Ah, schneller! Makes Hinnelinky! So, nehmen wir hier oben noch irgendwo hin, ne? Zack! Ah, ich hab's geschafft. Die Tür ist open. Und zwar die da oben. Komm ich da nicht irgendwie hoch? Ja, das müsste ich doch eigentlich schaffen, oder? Zack. Hep. Wahoo. So, und hier, da kann ich, glaube ich, so durch. Boah, voll durch die Flames durch. Wie cool. So, noch ein Raum. Ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Okay, das klingt ja... Ach, hey, er hier. Ja, hier aufs Maul, Mann. Bengel, was erlaubst du dir? Der hat mir auch das gesehen. Ach, ja, genau. Einer. Zwei. Oh, noch mehr hier. Hallo. Noch mehr. Ach, komm, stirb. Schlitz. Genau. Oh, eine Kiste. Das ist bestimmt wieder ein Schlüssel. Ich hab noch einen Schlüssel. Wie viel brauche ich eigentlich nur? Ich hab's immer noch nicht kapiert. Na, ach, egal. Ich hätte mal in die Mitte gehen sollen, wo ich zurückgelaufen bin. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen vorausrechnen können. Ja, genau. Brains for the win. Der mit den Händen nur selber wird den großen Block verschieben können. So, und an der Stelle möchte ich mal anmerken, dass ich jetzt hier nicht glaube, dass die Gerudo-Kriegerinnen das jemals durchgeschafft haben können. Weil jetzt, pass auf, jetzt kommt ja der Grund. Weil die Silberschuhe habe ich ja erst vor kurzem gefunden. Die hat vorher keine andere Gerudo-Kriegerin gehabt. Wie sollen die also diese Drehzahl geschafft haben? Versteht mich mal richtig. Oh, scheiße, hier ist die Tür zu. Okay, da fehlt also noch ein Rätsel oder sowas in der Art. Haben wir noch einen Schalter oder sowas? Ist das eine Fake-Tür? Oh, ja. Gut, okay, dann töte ich das auch noch. Wenn es denn sein muss, also ich meine, mein Gott, hey Leute, ich hätte es auch in Ruhe lassen können, aber wenn denn die Tür jetzt denn die Tür da öffnet, dann mag ich es auch gar nicht. Nee, hier ist gar nichts. Hä? Hä? Hä?
Da ist eine Tür und da komme ich nie weiter. Und eigentlich geht's da. Also laut der Karte geht's da theoretisch weiter. Warte mal. Nee. Da geht's wirklich nie weiter, oder? Ey, das ist ja crazy. Warte mal. Halt. Halt. Ich bin ja nicht von gestern. Ich bin ja von übermorgen, ne? Oder wie man das nennt. Ah, da oben. Ist hier noch irgendwas? Hier schaltet schaltermäßig, was ich vielleicht übersehen habe. Eifer des Gefechts irgendwo. Da ist nur das Dingensinn. Warum geht die Tür da nicht auf? Da muss ich doch auch noch rein, oder? Scheiße, wie war denn das nochmal? Naja, erstmal hier hoch. Vielleicht ist da oben ja irgendwo ein Schalter drin. Zack! Heppa! Ach genau, hier ist er. Cool, die Tür ist open, weil das ist nämlich eine Sackgasse laut meiner Karte und... falsche Richtung. Da lang. Da will ich dann erstmal schnell durch. So, und durch hier. So. Da müsste nämlich noch Erlösel drin sein, rein theoretisch. Werde ich mir jetzt einfach holen. Ach je, was ist denn mit euch, Party? Geh mir von der Pelle, du Stinkvieh. Hier, Hammerboost! Ich würde gerne mal eine Wirbelattacke aufladen. Nimm das, Pat! Du bist so leider der nächste Vieh. Kamehameha! Oh, das war cool. Ping, 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 ping. Was stirbt da mal jetzt hier? Nein, doch. Ah, nee, das soll man nicht machen. Da habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Dass man möglichst nicht den Fanghaken an Schraubschleime schießen sollte. Na, kapierst du jetzt mal? Boah, was? Das ist doch jetzt hier echt ein dummer Witz, oder? Ja! Schlitz, genau, so sieht's aus. So, du bist meine Kiste. Zack, paff, und... Autsch, danke. Das war fies. Das war richtig fies. Oh, hat so ein halbes Herz gekostet. Okay, anscheinend musste man die Kiste erst aufmachen, bevor man sich hier in endloses Eis gefriert. Toll. Sag mal, bin ich blind? War die vorher schon da, die Kiste? Das ist auch was 5 Rubine. Ist auch auf dem Kisten, hier ist gar kein Schlüssel. Was soll das denn? Hat sich meine Karte jetzt hier geirrt? Oder ist hier irgendwo unsichtbar? Ah! Ja, manchmal hat man doch so ein... Außerdem ist ja jetzt in jedem Loch eine Kiste, das ist ja geradezu eine Einladung, aber ansonsten ist hier bloß ein unnützes Geld und nachher der Schlüssel halt. Und den haben sie ganz schön wieder mies versteckt. So, zack, die Tür wartet natürlich nicht. Zack, heppa. So, weiter geht's. Und zwar in den Raum da, wo ich vorher schon drin war. Und da wäre man nach unten rausgekommen. So, musste ich hier oben die scheiß Vogelscheuche rufen? Ich meine, das würde mich nicht wundern oder so, ne? Also, das, nicht, dass das hier irgendwas... Also, das, ich rufe die jetzt auf jeden Fall erstmal, ne? So, jetzt hier los. Komm her, du Vogelscheuche. Weil ich hab das nämlich gerade schon mal probiert und da wollte das nicht so richtig. Aber ich möchte überhaupt nicht, ich hab die auch mal von unten beschwört. Und dann konnte ich da mit dem Fanghaken hochdingelnsen. Ach ja, ist einfach schon so lange her. So, da unten muss ich jetzt mit Pfeile schießen, das habe ich schon gemerkt. Das ist nicht ganz easy. Aber mit Trick Nummer 17 und Selbstüberlistung ist das wieder halt machbar, Freunde. Zack, vielleicht komme ich gleich bloß ruf. Genau. Blende die Augen der Statue. Das mache ich direkt so. Genau. So, quick, so, zweites Auge, so, schnell, drittes Auge, quick, so, und dann vierte Auge hinterher und dann ist auch schon alles paletti. So, Tür ist open, eine Kiste for me. Und da weiß ich, was da drin ist, und zwar ein Lösel. Oh, yes. So, das ist schon mal schön. Und dann, nee, ich glaube, ich kann hier nicht zurückspringen, das habe ich vorhin schon mal probiert. So. Fanghaken rausholen, zack. Warum habe ich eigentlich schon wieder die Pfeile und Bogen auf links gehabt? Das ist total ungewohnt für mich. Zack. Ach, die Platte dreht sich nicht mehr. Das ist cool, das gefällt mir. Ach, da komme ich gar nicht ran, oder? Vielleicht so ein Stück von der Seite? Ja, das...
Sanfte Steuerung und zack. Hallöchen. So, und hier kann ich jetzt durch. Jetzt habe ich 6 Schlüssel. Das müsste ja eigentlich langsam mal ausreichen, ne? So, und so kommt man halt an diese Kiste ran, wie ihr seht. Nehme ich mal mit. Da hinten ist noch eine Kiste. Ich glaube... Ach, hier ist ja noch ein Schlüssel. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht, ne? Das sind alle. Das war's. Zack. Mehr brauche ich nicht. Genau, so war das. Aber ich muss hier nochmal in die Oberetage irgendwo. Egal. Ich laufe jetzt mal eben schnell zurück. Das mache ich jetzt nicht offscreen. Das könnt ihr euch mal so ein bisschen... Ich glaube, wie mache ich denn am besten? Weil ich habe keinen Scanner hier, sonst würde ich einfach mal so ein Bild dazwischen schicken, wie denn hier diese Karte aussieht. Dann habt ihr vielleicht mal so eine Vorstellung davon, weil... Ich denke mal, hier braucht man wirklich manchmal einfach eine Lösungshilfe. Also nur wie es aussieht, man muss ja nicht wissen, was man machen muss. Das sagt man einem ja sowieso mal, du hast so viel Zeit, um Gegner zu töten und hast du nicht gesehen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist hier so eine Karte schon hilfreich. Und ich hoffe, ich treffe das Dingen. Na, treffe ich natürlich nicht. Zack. Oh, Mann, Link. Zack. Paff. Rüber. Und ja, da könnt ihr euch mal, also das ist eigentlich nur so ein Kreissystem und in der Mitte dieses ganzen Raumgedebakels ist halt das große Labyrinth der Schlüsseltüren linksens, ne? Das werdet ihr ja gleich sehen. Ich glaube, da war ich jetzt noch gar. Doch, immer war ich da mit euch drin, glaube ich, am Anfang des ersten Gerudo-Trainings-Arena-Dingens-Parts. Und da habe ich euch schon noch mal ganz kurz gezeigt. So, und jetzt möchte ich behaupten, ich darf rechts gar nichts machen, einfach nur links durchlaufen. Aber relativ leicht einfach. So, und dann brauchte man genau 7 Schlüssel, glaube ich. Zack. 5 habe ich noch. Kiste. Kiste ist gut. Immer Kiste her damit. Was? Bomben oder irgendwas, was ich gebrauchen kann. Ich sagte, was ich gebrauchen kann, du Trottel. Du Twaggle. Hahaha. Schon wieder so ein geklautes Wort. So, 4 Schlüssel halt noch. So, dann 1, 2 und 3. Ich habe sogar einen Schlüssel zu 4. 6 Schlüssel brauchte ich nur. Das ist ja cool. Zack, einmal noch und dann zweimal noch. Ach, noch eine Kiste, okay, war das hier drin? Mein Gott, sind hier viele Kisten. Guck mal, Freunde, das ist noch eine. Meine Fresse, ne. Ein Hund. Ach nee, ein 20er. Ich dachte, das ist ein 100er. Ach nee, doch, ich glaube. Dann eine noch, ne? Oh nee, doch, 2 noch. So, ich habe gesehen, jetzt noch eine Kiste. Da ist bestimmt nochmal Geld drin, aber ich mach's einfach mal auf. Falls er Geld braucht, wisst ihr, wo er hin müsst, ne? Ah nee, Pfeile, okay. Ich hab nichts gesagt, ne? So, zack. Einmal noch. Einmal noch in den Eimer. Und dann sind wir beim Eisfall, Freunde. Das war's. Oh yeah. Eine Weile hat's gedauert, Freunde. Aber nun habe ich sie. Die Eispfeile. Oh yeah. Die Eispfeile. Cool. Ich denke mal, ich muss die mal einfach mal irgendwann austesten. Meine, sind die so viel besser als die Feuerpfeile? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Diese magischen Pfeile darf nur der verschießen, der das Kampftraining der Gerudo-Kriegerinnen bestanden hat. Ja, da werde ich der Erste sein, weil, guck doch mal, Freunde, die Kiste war noch nicht benutzt. Und nicht benutzte Kisten heißt, dass keine Gerudo-Tussi es geschafft hat. Das heißt, wir sind Imba, yay. So, raus hier. Warte mal, halt, eigentlich kann ich mich doch mit der Kantate des Lichtes werben. Das ist zwar jetzt eigentlich, ja, das müsste da gehen, ne? Weil ich muss da ja sowieso jetzt hin. Denn jetzt geht's Richtung Finale, Freunde, oh Gott. Und dann geht's noch gar ins Schloss und dann ist schon der Bossfight fällig. Also der richtige Bossfight. Der Bossfight aller Bossfights. Der ziemlich essen wird. Mit 3 Herzen ist es das erste Mal. Ach, danke für die Meldung. Hättest auch mal ja sagen können, du Proll. Ah, so. Jetzt mal gucken, wie ob ich hier rausfinde. War ja ziemlich linear, gab ja nicht viele Abgabelungen oder so. So klassische Zirkusmucke, egal. Ja, und dahinter kriegt man noch ein paar mehr Kisten, aber die brauchen wir alle nicht, weil ja, Geld ist man hier auf keinen Fall in Mangel. Also mehr schaue ich einfach mal nur links durch und geradeaus denn, ne? Let's go out. In die Helligkeit. Oh, schön, endlich wieder Tageslicht. Ah, schön. Und mein Pferdchen steht noch hier. Mach's gut, Kollege. Wir sehen uns im nächsten Game. Da, da, da. War doch richtig, oder? Okay, Freunde, let's go.
Es geht Richtung Finale, aber ich glaube, das mache ich in dem Part jetzt nicht mehr. Vielleicht stelle ich noch die Brücke und ich gehe noch einmal in Ganons Schloss. Oder Ganons Kastell? Wie hieß denn das Ding nochmal? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch real, oder? Ist in Ganons. Ist Ganons Wohnen der Ecke halt, ne? Ist klar, ne? Wir sind fast vollständig ausgerüstet. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Titanhandschuhe. Und theoretisch massig Herzcontainer und Herzteile, aber das ist ja egal, das lasse ich mal außen vor. Das interessiert ja keinen. Oh yeah. Oh Mann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kampf funktioniert. Ich weiß bloß, er hatte zwei Etappen und dann gab es noch eine Fluchtszene. Die war auch ein bisschen gacka. Aber die Zombies entgegengekommen sind. Und auf engem Raum sind die Zombies nicht gerade die besten. Ach nee, halt. Ich muss ja ausnahmsweise mal nicht hier lang, ne? Ja, kreisch mich an. Und auf zu Ganons Schloss. Damit ist das Let's Play denn langsam wirklich Richtung Ende. Und oh, wir sind das erste Mal hier, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Was ist nur aus Schloss Hyrule geworden? Oh mein Gott, das sieht doch mal episch aus. Der Kranz aus schwarzen Wolken. Oh mein Gott. Ganons Schloss. So, wir müssen noch einmal zu einer Fee. Da kriegen wir dann, glaube ich, nochmal ein Herzen-Update. Das ist ganz cool. Allerdings kriegt man das erst am Ende. Daher ist das nicht so hilfreich. Bei Majora's Mask ist es ein bisschen günstiger gesetzt, finde ich. Oh Gott, ich überlege die ganze Zeit gerade, ob Majora's Mask, ob ich das dann mit drei Herzen mache, weil das wäre auch das erste Mal und ich finde Majora's Mask etwas schwerer als Ocarina of Time. Ach, eine Skooli! Nee, die will ich nicht. Wisst ihr warum? Habe ich jetzt einfach gerade keinen Bock drauf, weil ich denn halt hier ne... So, da komme ich dann nicht weiter, weil dann habe ich ja 65 Skulltulas und das will ich nicht. Ich mache das mit 64 Skulltulas zu Ende. So, lauf doch mal, Linky, schneller. So, ich glaube, nee... Die Brückenszene mag ich jetzt nicht mehr, Freunde, ne? Das machen wir im nächsten Part. Bis dann, macht es gut, haut rein und ciao!